And I think also there's a space for, you know, partnership with God in the now. Yeah. Also ich glaube, es gibt da auch einfach einen Raum für Partnerschaft mit Gott im Jetzt. Because as humans we naturally just want, give me the template. How did it work in the Bible? I just wanna stick this template and move 1, 2, 3, 4, 5. Here's my 10 steps. Der menschliche Ansatz ist so ein bisschen zu sagen, wir wollen eine Schablone haben und wir wollen jetzt wissen, wie das funktioniert. 1, 2, 3 und wir wollen uns nach dem richten können und uns anders halten können. I want to ensure success. Just give me the 10 steps. Und ich will einfach sicherstellen, dass das Ding erfolgreich wird. Und jetzt gib mir die 10 Schritte, die dahin führen. But now, like, where is the fun in that? Aber auf der anderen Seite, wo bleibt dann der Spaß? Ja? Because if we do that, it's like, okay, Holy Spirit, we know how to do it. Okay, you take a seat here. Our 10 steps. Wenn das so wäre, könnten wir sagen, okay. Jetzt haben wir unsere 10 Schritte, Heiliger Geist, du kannst jetzt da Platz nehmen und wir können es jetzt alleine. So there is a space for, okay, it happened 2000 years ago in a certain way. Also es gibt diesen Raum von, das ist vor 2000 Jahren passiert und jetzt ist jetzt. But remember those days, huh? Aber erinnert euch an diese Tage. No texting, no Facebook, no. Es gab keine SMS, es gab kein Facebook. It's a whole different world now. Es ist eine sehr andere Welt heute. So there are certain principles that are unchanging. Es sind gewisse Prinzipien, die sich nicht ändern. However, there is a space for collaboration for the Holy Spirit. How would you like us to do certain things now? Aber da ist dieser Raum für Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, wie sollen wir die Sachen jetzt machen? So for example, also zum Beispiel. In Canada, you know, we labored for many years to see healing of Canada happen. Also zum Beispiel in Kanada haben wir viele Jahre lang daran gearbeitet, dass die Nation geheilt wird. And after many years we saw an amazing transformation of the political landscape. Und nach einigen Jahren haben wir eine wundersame Erneuerung der politischen for 12 years Landschaft the gesehen. Prime Minister and over 60% of the members of parliament were born again Christians. Wo 12 Jahre lang der Premierminister und 60% des Parlaments wiedergeborene Christen waren. And then years later the Lord tells me, okay, come to the heart of Europe, come to Czechia, Slovakia. Und Jahre später sagt mir der Herr, so jetzt komm nach Europa, in das Herz von Europa, komm nach Tschechien und nach in die Slowakei. The temptation is to say, oh, okay, here you guys here in Czechia, here is the 10 steps, just do those 10 steps, you'll fix your country. You know? Und die große Versuchung dabei ist, dass man also hingeht und sagt, okay, also liebe Tschechen, liebe Slowaken, ihr habt ihr eure 10 Punkte, arbeitet die ab und dann ist euer Land heil. Yeah, it worked in Canada. We know something works. Es hat gut in Kanada funktioniert, also just es geht. Copy it for your country. Und jetzt kopiert es einfach für euer eigenes Land. And guess what? Und jetzt könnt ihr most of the time when we do that, was passiert, ja? It's just it's a disaster. Immer wenn wir also meistens wenn wir sowas probieren, dann ist das Ergebnis ein Desaster. And it doesn't work. Und es funktioniert nicht. You see what we did in Canada? We were seeking God day in, day out for years. Also was haben wir in Kanada gemacht? Wir haben den Herrn gesucht, ja, Tag ein, Tag aus, für viele Jahre. Ja. Until he showed us a strategy that connects with the heart of the French Canadian. Bis er uns eine Strategie gezeigt hat, die mit dem Herzen der französischen Kanadier funktionieren konnte. And then, paf, you have a breakthrough. Und auf einmal, bumm, war der Durchbruch da. Yeah, what would work in Austria may not work in Finland. Was in Österreich funktioniert vielleicht nicht in Finnland. So there is that space that we need to remember, you know, Holy Spirit, you know, how we know this principle and this principle and this principle in the Spirit, but how would you like us to deploy it in Austria or other countries? Also es ist so ein bisschen, dass wir einfach uns erinnern müssen, dass es diesen Platz, diesen Raum gibt und dass wir dynamisch bleiben, damit zu sagen, Heiliger Geist, wie willst du, dass wir das anwenden, wo auch immer wir halt sind, ja? That's why we always have to remember that he is the head. Yeah. Und deswegen müssen wir uns immer daran erinnern, dass er der Kopf ist. And even when we gathered to this summit 2 days earlier to seek him for
the fivefold ministry in European nations, how it will be. He will do it. Und so wie wir eben auch vor zwei Tagen hier zusammengekommen sind, um ihn zu suchen und ihn zu fragen, wie soll das aussehen mit dem fünffältigen Dienst in Europa? He showed a vision to us that we came with bags and we had our maps. All, everyone had our own map in our bags. Und er hat uns eine Vision gezeigt, wie wir alle da zusammengekommen sind, jeder mit seiner Tasche, jeder mit seinen eigenen Landkarten. But we had to keep them in our bags and let him spread his map for us all together to look at. Was wir machen mussten, war unsere eigenen Landkarten in unseren Koffern zu lassen und seine Landkarte anzuschauen, die er auf den Tisch legen wollte. Because we have to admit we don't know yet. Weil wir especially müssen zugeben, wir wissen das noch like nicht. Like concerning some country, some the way he is building his church, we have to get it from him. Weil wir wissen einfach noch nicht, wie Gott seine Kirche bauen wird in verschiedenen Ländern und wir hängen total davon ab, dass er uns das zeigt.